Studio Hör mal zu präsentiert Tödlicher Schlaf, ein Retro-Krimi von 1963. Gute Unterhaltung und danke für dein Like. Chester Road, London, Südwest. 3.30 Uhr am Morgen. Brotzeit etwa einer Stunde. Höchstens anderthalb. Und wie alt? 26, 27. Helen Elizabeth Gray. Alter 22 erst. Besondere Kennzeichen. Großes Muttermal auf dem rechten Schulterblatt. Haben Sie das gesehen? Sie haben doch da Ihr Foto. Was wollen Sie noch mehr? Ich will wissen, wer Sie erschossen hat. Und ich möchte, dass diese Töle da oben endlich mal zu kläffen aufhört. Na dann, viel Glück. Danke. Wer lässt sich schon in solcher Nacht erschießen? Saunders, das dürfen Sie nicht machen, da kriegt man ja Angst. Irgendwas gefunden? Er muss hier durch den Garten gekommen sein. Ist alles zertreten. Aber bei dem Regen ist natürlich mit Fußspuren Essig. Hat wenigstens einer was Gutes von dem Sauwetter. Hier, den Kugelschreiber hat er verloren, nehme ich jedenfalls an. Davon dürften einige Millionen existieren. Kommen Sie mal lieber rein. Ich habe alles, was ich brauche. Ich bringe mein Zeug schon raus. Vielleicht können Sie damit was anfangen. Ja. Das wär's, glaube ich. Ja, fahren Sie nach Hause. Gute Nacht. Gute Nacht. Warum denn das nun? Was denn? Warum ist sie da rübergelegt worden? Vielleicht war was im Schrank. Ja? Der Täter wollte daran und sie hat genau davor gelegen. Wahrscheinlich deshalb. Aber was war im Schrank? Und wer war er? Auf jeden Fall möchte ich mich zu der tollkühnen Kombination versteigen. Der Mann hat was gesucht. Und auch gefunden. Hm? Was wir von uns nicht behaupten können. Können wir Sie jetzt wegbringen, Sir? Ja. Leider Fehlanzeige. Habe auch sonst nirgends Abdrücke gefunden. Da kann man nichts machen. Gute Nacht, Chef. Gute Nacht. Alles okay da drin, Sir. Schön wär's. Ich möchte sagen, sie war Mannequin. Hm? Was sind wir doch tüchtig. Wir kennen Ihren Namen und Ihren Beruf und damit hat sich's. Kein Hinweis auf Familienangehörige, keine Briefe, gar nichts. Ich werde mich mal erkundigen. Vielleicht weiß die andere, die hier mit drauf ist, was über sie. Ja. Hier, zählen Sie mal durch. 3 Lippenstifte. Hotel Clarence. 4 Einer, 2 Fünfer. Eine Mitgliedskarte von Blakeneys. Blakeneys? Ich glaube, da wird ziemlich hoch gespielt in dem Laden. Ja. Man müsste auch so einen Club aufmachen. Muss ein tolles Geschäft sein. Warum kaufen sich die Leute Taschenkalender und schreiben nichts rein? Aha. Miss Helen Gray war heute mit jemand zum Mittagessen verabredet. Mit dem Anfangsbuchstaben P. Nehmen Sie die Tasche mit, obwohl uns das auch nicht viel nützen wird. Ja. Saunders. Was ist? Gucken Sie mal. Bei uns ist die Spülung auch dauernd kaputt. Das war aber nicht allzu intelligent. So, jetzt haben wir also die Leiche und die Tatwaffe. Jetzt brauchen wir nur noch ein Motiv und einen Täter. Aber nicht mehr heute, es ist schon nach 2. Entschuldigen Sie, Sir. Was ist los, Jackson? Da ist David Dane. Hm? Der vom Fernsehen, wissen Sie? Steht draußen vor der Tür, sagt, er wohnt hier. Na bitte, dann rollen Sie ihn rein. Der Inspektor möchte Sie sprechen, Sir. Das ist doch nicht möglich. Ich kann das einfach nicht glauben. Ist sie wirklich erschossen worden? Ich bin Chefinspektor Burkett, das ist Sergeant Saunders. Und Sie? Darf ich Ihre Frage so verstehen, dass Sie kein Fernsehen haben, Inspektor? Mein Name ist Dane. David Dane. Ich habe die Wohnung hier drüber. Dann ist das also Ihr Hund, der das Konzert veranstaltet. Sie sagen es. Das sieht ja hier aus, die haben aber auch alles durcheinander gewühlt. Oder waren das Ihre Leute? Tut mir leid, Inspektor, so habe ich das nicht gemeint. Verstehe Sie schon, Mr. Dane. Aber solche Unordnung hinterlassen wir im Allgemeinen nicht. Sie meinen, sie ist auch ausgeraubt worden? Sieht so aus. Haben Sie... Ahnen Sie, was man gesucht hat? Sie vielleicht? Nein. Woher? Können wir nicht nach oben gehen, Inspektor? Sie wird bestimmt nicht aufhören zu bellen, bevor ich da bin. Dazu wäre ich zu jeder Anstrengung bereit. Hm. Wenn ich mal vorgehen darf. Mhm. Jackson. Ja, Sir? Haben Sie sich den großen Künstler genau angesehen? Dann brauchen Sie morgen kein Frühstück. Hoffentlich sind Sie ihm nicht sympathisch. Nun sei ein braves Hundchen, Schnucki. Hörst du, sei jetzt schön brav.
Schnucki, benimm dich bitte, ja? Schnucki, bitte sei still. Das sind sehr liebe, nette Herrchen von der Polizei, die dir nichts tun. Schnucki, hör jetzt bitte auf. Die beiden sind Herrchens Freunde. Halt dein Maul. Na also, Inspektor. Die Stimme des Gesetzes wird sogar von ihr anerkannt. Und jetzt darf ich wohl ein kleines Getränk reichen. Nicht für uns. Vielen Dank fürs Angebot. Immer im Dienst, immer korrekt, auch wenn es 2 Uhr nachts ist. Das ist ja fast übermenschlich. Also, Mr. Dane, was können Sie uns über Helen Gray sagen? Leider nur sehr wenig, Inspektor. Sie hat, soviel ich weiß, als Fotomodell gearbeitet. Aber bitte wollen wir uns nicht setzen. Wissen Sie irgendwas über Ihre Familie? Mutter, Vater, Geschwister? Nicht die kleinste Kleinigkeit, Inspektor. Schnucki, komm mal sofort darunter. Eigentlich hatte ich niemals den Eindruck, als hätte sie überhaupt irgendwelche familiären Bindungen. Wie lange wohnen Sie hier zusammen? So ungefähr ein Jahr dürfte es jetzt sein. Ach, würden Sie sich nicht setzen, Mr. Sergeant Saunders. Ah ja. Er muss ständig in Bewegung sein, sonst fühlt er sich nicht wohl. Im Verlauf dieses Jahres haben Sie Miss Gray sicher häufig gesehen. Das Haus ist ja schließlich nicht sehr groß. Nur die beiden Wohnungen, nicht wahr? Mhm. Ja, mehr nicht. Ich habe sie 2 oder 3 Mal zu einer Party eingeladen. Aber eigentlich nur, damit sie sich nicht über den Lärm und die Musik beschwert. Und ist sie allein erschienen? Ach, wo denken Sie hin? Sie ist mit den verschiedensten Männern gekommen. Wenn sie mit verschiedenen Männern auf ihren Partys war, dann halte ich es für unwahrscheinlich, dass Sie als Gastgeber nicht 1 oder 2 der Namen wissen. Aber ich weiß sie nicht. Und ich bezweifle, ob sie sie wusste. Ich muss Ihnen offen gestehen, Inspektor, ich wüsste Ihnen über dieses arme Mädchen beim besten Willen weiter nicht zu sagen, was Ihnen weiterhelfen könnte. Wie schade. Ach, das sind Bänder. Bänder von meinen Shows. Tonbandaufnahmen, meine ich. Wo waren Sie heute Abend, Mr. Dane? Ich habe gearbeitet, Inspektor. So? Ich bin so gegen 5 zur Probe ins Studio gefahren. Mein Programm lief von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr. Und jetzt bin ich hier. Sie können sich beim Studio erkundigen, da wird man Ihnen das bestätigen. Mal ganz was anderes, Mr. Dane. Wir haben da im Garten was gefunden. Gehört der Ihnen? Nein, meiner sieht so aus. Hm. Tut mir leid, dass ich Ihnen so gar keine Hilfe war, Inspektor. Aber bitte, was nicht ist, kann noch werden. Gute Nacht, Sir. Machen Sie sich keine Umstände, wir finden schon raus. Gute Nacht, Jackson. Gute Nacht. Gute Nacht. Ganz wohl scheint ihm nicht zu sein. Der möchte ebenso gern wissen wie wir, wonach die gesucht haben. Glaube ich auch. Rufen Sie auf alle Fälle beim Studio. In Ordnung. Gibt sicher eine Menge Frauen, die den mögen. Warum, ist mir schleierhaft. Na, bei Frauen weiß man doch nie. Hm? Meine ist zum Beispiel verrückt nach Senf, aber nur auf Brot. Sowas soll es geben. Mutti, kannst du mir deine schwarzen Handschuhe borgen? Bitte, wenn du sie findest. Ach, du liebe Zeit. Guten Morgen. Wo kommst du denn plötzlich hier? Ich dachte, du warst die ganze Nacht weg. War ich auch beinahe. Und da du freundlicherweise das ganze Bett eingenommen hast, bin ich raufgegangen. Entschuldig mal bitte. Müssen wir uns denn zu dreien hier drängeln? Nun mach mal ein bisschen, ich will mich rasieren. Wenn ich dich nur einen Morgen mal ohne diesen Eisbeutel auf dem Kopf sehen würde. Kannst du haben. Hm. Was soll ich dir zum Frühstück machen? Ist mir egal. Oh. Kann man sich bloß so eine Erkältung holen. Die hat mich geholt. Guten Morgen, Mrs. Burkett. Guten Morgen. Leb wohl, traute Alte. Ich versuche irgendwann nach Hause zu kommen. Ein Versuch lohnt immer. Und pass auf, dass du dir nicht auch eine Erkältung holst. Kann ich bis zur U-Bahn mitfahren? Ich bin Chefinspektor Burkett. Guten Tag, Inspektor. Sie haben es wohl heute früh in der Zeitung gelesen. Tut mir schrecklich leid. Es muss ein entsetzlicher Schock für Sie gewesen sein. Wir haben nichts in Ihren Sachen gefunden, das auf nahe Verwandte hätte schließen lassen. Das glaube ich Ihnen gern, Inspektor. Es ist schlimm, das in diesem Augenblick sagen zu müssen. Aber es ist nun mal so, dass Helen und ich uns niemals sehr nahe gestanden haben. Sie lebte ihr eigenes Leben, schon seit Jahren. Und da blieb nicht viel Zeit für ihre Mutter. Sie war ja ein erwachsener Mensch. Sie konnte selbst entscheiden, wie sie leben wollte. Wann haben Sie sie das letzte Mal gesehen? Im ganzen letzten Jahr haben wir uns 2 Mal getroffen. Mrs. Gray, wenn die Dinge so liegen, werden Sie uns wohl kaum wesentlich weiterhelfen können. Aber vielleicht kannten Sie Freunde von ihr. Wir müssen unbedingt versuchen, mit Leuten ihrer näheren Umgebung in Verbindung zu kommen. Ich wünschte wirklich, ich könnte Ihnen da behilflich sein. Aber sie war immer allein, wenn wir uns getroffen haben. Und ich wäre, glaube ich, die Letzte gewesen, der sie sich anvertraut hätte. Ja, ich verstehe. Wir haben in Ihrem Taschenkalender unter dem gestrigen Datum den Buchstaben P gefunden. Eine Verabredung zum Mittagessen. Sagt Ihnen das etwas? Sie möchten jetzt bestimmt nach Hause gehen. Ich glaube nicht, dass wir Sie nochmal belästigen müssen, aber vielleicht sagen Sie mir sicherheitshalber Ihre Adresse. Edith Gray. St. George's Drive 15.
SW4. Wir haben einen Dienstwagen hier, der kann Sie nach Hause fahren. Vielen Dank, ein Bekannter hat mich hergefahren. Ja. Und der wartet auf mich. Ach so. Auf Wiedersehen. Wir haben jetzt rausgekriegt, wer die Zweite auf der Titelseite war. Da haben Sie ja richtig mal gespurt. Das Mädchen heißt Barker, Perdita Barker. P für Perdita. Das hört sich ja fast zu schön an, um wahr zu sein. Guten Morgen. Chefinspektor Burkett, Sergeant Saunders. Dürfen wir kurz stören? Guten Morgen. Sind Sie Perdita Barker? Ja, das bin ich. Müssen wir hier vor der Tür stehen? Nein, natürlich nicht. Bitte entschuldigen Sie. Kommen Sie rein. Danke. Bitte gehen Sie doch weiter durch. Aha. Wir kommen wegen Helen Gray. Haben Sie die Morgenzeitung gelesen? Ja. Haben Sie schon eine Ahnung, wer es gewesen ist? Wir bemühen uns gerade drum. Mhm. Sie haben gestern Mittag mit ihr gegessen. Gestern Mittag? Nein, aber nein. In Ihrem Notizbuch stand Mittagessen mit P. Ich dachte, Sie wären das vielleicht. Nein, tut mir leid, ich habe gestern gearbeitet. Ich habe mittags überhaupt nicht gegessen. Das kommt bei uns leider auch oft vor. Ach, bitte setzen Sie sich doch. Sehr freundlich, danke. Wie lange kannten Sie sich schon? Wir sind zusammen zur Schule gegangen in Wales. Sieh mal an. Aber das ist ja Unsinn, das wird Ihnen auch nicht viel nützen. Sie ist nämlich vor mir abgegangen, hier nach London. Und dann haben wir uns jahrelang nicht gesehen. Ich habe sie erst vor ein paar Wochen wieder getroffen. Aber Sie haben doch hier zusammen gearbeitet. Ja, ziemlich oft sogar. Vor allen Dingen in den letzten paar Wochen. Sehr schön. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir alles über Sie erzählen würden. Ihre Familie, Ihre Freunde, es kann alles wichtig sein. Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Ach, Hammond, das ist... Ich habe ein Gedächtnis. Chef Inspector Burkett, Sergeant Saunders. Und das ist mein Mann. Guten Morgen, Sir. Guten Morgen. Sie kommen wegen Helen Gray, hm? Ja, wir haben gehört, dass Ihre Frau... Bitte, nehmen Sie doch wieder Platz. Vielen Dank. Also, was kann ich für Sie tun? Sie können mir alles erzählen, was Sie über Helen Gray wissen. Dazu müsste ich erst wissen, was meine Frau Ihnen bereits gesagt hat. Wir haben gehört, dass Sie zusammen gearbeitet haben und dass Sie alte Schulfreundinnen waren. Liebling, hast du ihm auch erzählt, warum sie damals von der Schule abgegangen ist? Ihre Mutter ist ganz plötzlich mit ihr nach London gezogen. Es wurde davon geredet, dass sie ein Baby kriegen sollte. Wie alt war sie da? 16. Hat man auch darüber gesprochen, wer der Vater war? Da weiß ich nichts. Seit Sie sich hier wieder getroffen haben, wissen Sie da was von einem speziellen Freund? Na ja, sie hatte... Du willst doch nicht etwa sagen, dass sie nur einen speziellen Freund hatte, oder? Meine Frau sieht manches nicht so ganz realistisch, Inspektor. Es war doch wohl Inspektor, nicht wahr? Chefinspektor. Aber soweit ich das nach Ihren Schilderungen beurteilen kann, liebte Helen die freie Wildbahn. Und zwar eine recht weitläufige Wildbahn. Haben Sie sie gut gekannt, Mr. Barker? Nein, Chefinspektor. Sie war eine Freundin meiner Frau. Mrs. Barker, hat Helen gut verdient als Mannequin und Fotomodell? Sie hat freiberuflich gearbeitet und deshalb war es sehr verschieden, aber sie ist immer gut ausgekommen. Konnte sie sich einen Club wie Blakeney's leisten? Ja, ich weiß, sie ist ziemlich oft dort gewesen. Hammond hat sie auch da getroffen, nicht wahr? Meine Frau will in ihrer feinen Art damit andeuten, dass ich auch Mitglied bin. Aber ich bin selten da, ich kann mir die Einsätze nicht leisten. Aber Helen konnte das offenbar? Man kann bei Blakeney's Herren mit einer recht dicken Brieftasche finden. Ach, wollen Sie sich nicht auch setzen? Oder sollten Sie sich gar für meine Bilder interessieren? Ich interessiere mich so ziemlich für alles, Sir. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Vor einer Woche, sie hat meinem Mann gesessen. Ah, Sie haben ein Bild von ihr gemalt. Ich male sehr häufig Porträts und ich wäre in der Lage, Ihnen eine komplette Liste all meiner Modelle zu liefern. Darauf können wir verzichten, im Moment jedenfalls noch. Trotzdem vielen Dank. Aber kann ich es mal sehen? Das dürfte zurzeit etwas schwierig sein. Du hast es doch zum Rahmen gebracht. Hast du nicht gesagt, es wäre erst nächste Woche fertig? Entschuldigen Sie, Sir, ist das das Bild, von dem Sie gerade sprechen? Wer sucht, der findet. Weißt du, du würdest mir manchen Ärger ersparen, wenn du mich über gewisse Kleinigkeiten informieren würdest. Darf ich es Ihnen präsentieren, Chefinspektor? Sie haben sie sehr extrem gesehen, möchte ich sagen. Wenn Sie damit meinen, dass meine Arbeit ausdrucksstark ist, kann ich dem nur zustimmen. Wo waren Sie gestern Nacht, Mr. Barker? Ich habe gearbeitet, hier in diesem Haus. Waren Sie auch hier, Mrs. Barker? Nein, ich bin ins Kino gegangen. Wann sind Sie nach Hause gekommen? Es muss kurz nach 11 gewesen sein. Und da war Ihr Mann zu Hause? Das Licht hier drin war jedenfalls an. Liebling, warum sagst du ihm nicht die Wahrheit? Nicht, dass das von Bedeutung für Sie wäre. Wir hatten gestern bedauerlicherweise eine kleine Meinungsverschiedenheit. Deshalb ist sie gleich ins Bett gegangen, als sie nach Hause kam. Ich nehme an, solche kleinen Störungen sind Ihnen geläufig. Falls Sie verheiratet sind. Für heute brauchen wir Sie nicht länger zu belästigen, Mrs. Barker. Du bist wohl so gut und bringst die Herren raus. Sie,
Was denken Sie sich dabei, wenn Sie so fahren? Was zum Teufel geht Sie das an? Das zum Teufel geht's mich an. Polizei? Aber das ist doch kein Polizeiwagen. Sehen Sie, wie man sich irren kann. Ist das Ihr Wagen? Nein, den habe ich mir von einem Freund ausgeborgt. Haben Sie mal Ihren Führerschein zur Hand. Motorjacht Giuseppe. Brotwerft. Rase halt. Na, sehen Sie. Jordan, bist du mit dem Gesetz in Konflikt gekommen? Hat mein kleiner Bruder etwa... Halt du dich hier raus. Kein Grund zur Aufregung. Nun verraten Sie uns mal, warum Sie so gerast sind. Kann ich nicht. Ich war heute Nacht auf See und habe nicht geschlafen. Kriege ich nun ein Strafmandat oder nicht? Drücken wir ein Auge zu. Ja. Das ist nett. Danke, Chefinspektor. Hör mal, du hast mir allerhand zu erklären. Eine interessante Familie ist das. Schade, dass man nicht hören kann, was Sie sich jetzt erzählen. Könnte sehr nützlich sein. Ja. Lassen Sie feststellen, wem der Jaguar gehört. Wieder einer mehr in unserer Sammlung. Der Zeit, dass Sie was in den Magen kriegen. Ist schon 2:30. Und Sie? Ich muss abnehmen. Lohnt sich auch jetzt nicht mehr. Hm. 23 Seiten voll. Und was kommt per Saldo dabei raus? Genau nichts. Wissen wir darüber schon was? Ja, ist einem Mr. William Lamotte gestohlen worden, aber schon vor einem Jahr. Den Namen habe ich doch schon irgendwo mal gehört. Er ist der Chef von der Lamotte-Slavia-Schifffahrtslinie. Harrison sagt, er wäre übers Wochenende weg und er ist Montag wieder da. Harrison? Ja, Harrison. Er hat gesagt, er wäre der Butler, hat sich aber nicht so angehört. Der war voll bis über beide Ohren. Na bitte, ist ja alles standesgemäß. Diese Streichhölzer wird sie wohl in der Bar eingesteckt haben. Wäre auch ein Anhaltspunkt. Schicken Sie doch mal jemanden ins Clarence. Vielleicht erinnert sich da jemand an das Mädchen. Ja, da kann Henry gehen. Mittagessen mit P. Dass die Frauen immer ihre kleinen Geheimnisse haben müssen. Und das hier wird uns auch nicht viel weiterbringen. Ist in Ihrem Marmelade? Marmelade dürfte reichlich geprahlt sein. Mit uns können Sie es ja machen. Diese Apparate liegen mindestens schon seit Silvester in der Kantine rum. Gehen Sie bloß nach Hause ins Bett. Das geht doch nicht, Chef. Was denken Sie, dann lässt mich meine Missis überhaupt nicht mehr raus. Und außerdem wollten wir doch nachher noch zu Blakeneys gehen. Sie kurieren erstmal Ihren Schnupfen aus. Das mit Blakeneys mache ich allein. Man möchte ja auch nicht gern die Hauptattraktion versäumen. Sie versäumen schon nichts, keine Angst. Striptease gibt's da nicht. Also, gute Besserung. Was willst du denn zu Hause? Brauchst keinen Schreck zu kriegen, ich gehe gleich wieder. Für die nächsten 2 Wochen habe ich nicht mit dir gerechnet. Hast du den Fall aufgeklärt? Ich habe heute deine schwarzen Schuhe abgeholt. Na Gott sei Dank, hier drin laufe ich mir noch Blasen. 8,60. Weiß der nicht, dass ich bei der Polizei bin? Deshalb wahrscheinlich gerade. Beim Schauspieler oder so wird das aus Reklame umsonst machen. Du meinst, wenn ich so ein zweiter David Dane wäre? Ach, wie fürchterlich. Du findest ihn doch gut. Das heißt doch aber nicht, dass ich mit ihm verheiratet sein möchte. Ich glaube, der wäre auch lieber mit mir verheiratet. Oh. Ja, oh. Und was der auch noch sonst für ein Ekel ist. Wo ist Lindy? Die ist heute mit ihrem neuen Freund weg. Wer? Wie er heißt, weiß ich nicht. Na, du bist ja entzückend. Ich hab das nicht gern, dass sie mit jedem Ladenschwengel loszieht. Da muss man doch ein bisschen Bescheid wissen. Nun lassen Sie mal den Amtston, Herr Chefinspektor. Unsere Tochter ist 16, nicht 6. Und es gibt Menschen, die wollen sich samstagabends amüsieren, falls du dir das vorstellen kannst. Übrigens kommt er zu ihrem Geburtstag, da kannst du ihn ja ins Verhör nehmen. Wenn du zufällig hier sein solltest. Ich muss mir übrigens aufschreiben, wie viel wir sind. Ich weiß gar nicht, wie ich die alle unterbringen soll. Hast du mal einen Bleistift? Nein, aber einen Kugelschreiber. Ist ja genauso gut. TTM 2118, komische Sache. Das hat sogar bestimmt was zu bedeuten. Was bist du doch für ein kluges Kind. Das haben wir nämlich am Tatort gefunden. Und das drückst du mir in die Hand. Wie wär's mit dem Happen zu essen? Ich muss bald wieder weg. Jetzt muss der Arme auch noch hungern. Ich gehe und mach dir ein paar Spiegeleier und bring sie dir gleich. Einige Stunden später. Guten Abend, Inspektor. Guten Abend. Darf ich es riskieren, Ihnen was zu trinken anzubieten? Dürfen Sie, aber ich werde es nicht annehmen. Sehr lobenswert. Bitte setzen Sie sich doch. Mr. Herter, es geht um Miss Helen Gray. War sie Stammgast bei Ihnen? Ach, Sie bearbeiten diesen Fall. Scheußliche Sache. Ja, sie kam eigentlich regelmäßig her. Und in Begleitung eines bestimmten Mannes? Sagen wir lieber so. Sie hat eine ziemlich zahlreiche Gefolgschaft. Haben diese Herren Sie hierher begleitet oder hat man sich hier kennengelernt und ist dann zusammengegangen? Ich habe da ein Geschäftsprinzip, das ich Ihnen verraten will. Es ist mir gleichgültig, was meine Gäste treiben, solange sie es nicht im Club tun und die Spieler vom Einsatz abhalten. Wie oft kommt Hammond Barker her, Mr. Herter?
Im Durchschnitt zweimal die Woche. Und war er einer von Ihren Begleitern? Nein, nein, soviel ich weiß nicht. Darf ich mal einen Blick in Ihre Besucherliste werfen? Ich nehme doch an, dass sich Ihre Mitglieder und Gäste eintragen. Selbstverständlich. Schicken Sie mir die laufende Mitgliederliste bitte rein. Rodney, was machen wir denn? Aber nicht doch jetzt, meine Liebe. Siehst du nicht, dass ich Besuch habe? Das ist Chefinspektor Burkett von Scotland Yard. Lassen Sie bitte Madame Lavals Wagen vorfahren. Yvonne Laval, das ist ja interessant. Sie kennen sie? Was wissen Sie von ihr? Eine große Opernsängerin. Tja, sie war eine große Opernsängerin. Sie hat eine Kehlkopfoperation, die daneben gegangen ist. Nur was aus mit ihr? Ja, ich erinnere mich, war eine Tragödie. Ich habe es immer bedauert, dass ich sie niemals gehört habe. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass Sie Opernliebhaber sind. Privat sind Kriminalisten auch nur Menschen, Mr. Hörter. Jordan Barker ist mehrmals als Gast von Helen Gray hier gewesen, wie ich gerade feststelle. Wenn es da steht, wird es stimmen. Er selbst ist nicht Mitglied? Nein. Aber Sie kennen ihn? Mhm. Gut genug, um ihm einen kostspieligen Wagen anzuvertrauen. Inspektor, Jordan Barker ist ein Angestellter von mir. Mit was für Aufgaben? Sagen wir Transport. Er hat nämlich ein Boot, wissen Sie. In den letzten Wochen hat er vor allen Dingen Austern von Whitstable rübergebracht. Unsere Gäste essen die Austern gern frisch. Ich aber auch. Man müsste immer einen in Reserve haben. Wenn ich Ihnen noch weiterhin dienlich sein kann. Ich bin jede Nacht hier. Auch gestern Nacht. Was zweifellos alle Ihre Angestellten bestätigen können. danke. Das wär's dann. Vielen Dank. Mit freundlicher Empfehlung des Hauses. Mord an Mannequin bleibt weiter Geheimnis. Die Hauptsache bei denen ist immer die Überschrift. Nicht mal die Presse hat bisher einen aufgestöbert, der auspackt, was er weiß. Da dürfte wohl jetzt bei einigen Herren der Haussegen schiefhängen, glaube ich. Wenn sie nicht sehr verständnisvolle Ehefrauen haben. Das hast du mir ja noch gar nicht erzählt. Was? Dass sie ein Callgirl gewesen ist. Irgendwas in der Richtung jedenfalls. Muss ein florierendes Geschäft gewesen sein. Also ich möchte bloß wissen... Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Tee ist ja schon da, wunderbar. Darf ich? Das ist meiner. Der ist ja heute ein Gedicht. Kannst du dir nicht selbst eine Tasse holen? Barfuß? Also, dann wünsche ich einen fröhlichen Sonntag. Und wann glaubst du denn... Ich weiß noch nicht, wann ich nach Hause komme. Bin vielleicht heute allein. Wenn es sonst nicht besser geht. Sam Burkett, Mutti, der holt mich ab. Wo gibt's denn sowas, dass man mit so einer Erkältung Dienst macht? Das sage ich dir, wenn du nachher mit einer Lungenentzündung da liegst, pfleg ich dich nicht. Den ganzen Tag mit nassen Füßen rumrennen. Seit Jahren rede ich, du sollst dir wenigstens Überschuhe kaufen. Ja, ja, Muttichen. Wieder mal Qualm in der Küche? Sie meint's ja gut, aber es kann einem zu viel werden. Meiner hat in dem Kugelschreiber was Interessantes gefunden. TTM 2118. Hört sich an wie die Telefonnummer aus Timbuktu. Wenigstens wissen wir jetzt, dass Jordan Barker ein guter Freund von Helen war. Das ist aber auch die einzig brauchbare Spur. Ja. Brüderchen hat ja eigentlich in der Beziehung dicht gehalten. Ja, und du weißt ja, wie der über sie denkt. Jordan hat irgendwo in Rotherhithe ein Motorboot. Ich habe heute schon im Büro angerufen. Das mit den Streichhölzern war sehr gut. Die erinnern sich im Hotel an Helen. Ja? Sie hat sich Freitag nach dem Mittagessen dort eingetragen, als Mrs. P. Brown. Dann war sie wahrscheinlich mit einem Mr. P. Brown zusammen. Sie hat ja häufig gewechselt. Genau so war es auch. Sie hatten Zimmer 405 und Mr. Brown hat sich sehr vornehm ausgedrückt. Sie wollten sich ein Stündchen ausruhen, bevor sie in ihre Maschine nach New York stiegen. Naja, so kann man es auch nennen, ein Stündchen ausruhen. Was hupt denn der Kerl? Du komm doch schon, du Idiot! In den schmutzigen Hafendocks von Rotherhithe. Ahoi! Ahoi! Guten Morgen, ich möchte Sie gerne mal sprechen. Feines Dampferchen. Muss ganz hübsch schnell sein. 15 Knoten. Wissen Sie, ich hab's gern, wenn ein Boot abzischt. Das habe ich während meiner Dienstzeit schätzen gelernt. Sie müssen sehr tüchtig sein, wenn Sie bei der Marine waren. Ein Esel bin ich, dass ich nicht dabei geblieben bin. Sie interessieren sich wohl auch für Boote, ja? Ich habe einen Freund, der eins hat. Übrigens fast genauso wie das hier. Der hat oft Charteraufträge. Machen Sie nicht auch sowas? Im Winter habe ich eigentlich nur Fracht. Austern hauptsächlich. Rundfahrten sind um die Zeit nicht gefragt. Man kann davon leben. So, Austern. Ist der Blakeney's Club einer von Ihren Abnehmern? Unter anderem auch der. Ich habe einen Vertrag mit Rodney Hörter. Und manchmal leiht er Ihnen auch seinen Wagen.
Gestern zum Beispiel, wie Sie offenbar bereits wissen. Wollen wir nicht rein ins Warme gehen? Vorsicht, bücken. Ich kann Ihnen nicht mal was zu trinken anbieten. Ich muss erst tanken. Es gibt Schlimmeres. Bitte, nehmen Sie einen Stuhl. Ich glaube, ich muss mich wohl bei Ihnen entschuldigen für gestern Vormittag. Aber ich war ein bisschen nervös. Unter den Umständen wäre mir das ebenso gegangen. Ach, Sie wissen das also von Helen und mir? Und es tut mir furchtbar leid. War die Sache ernst? Ich wollte sie heiraten. Sie hatte zwar noch nicht Ja gesagt, aber es sah günstig aus. Wie dachte denn Ihr Bruder darüber? Worüber? Über Sie und Helen, war wohl nicht sehr erfreut, hm? Wollte er Sie nicht auseinanderbringen? Sehen Sie, Hammond ist erheblich älter als ich. Wir verstehen uns übrigens ausgezeichnet. Aber in seinen Augen ist nichts gut genug für mich. Er fühlt sich für alles verantwortlich. Er besorgt mir sogar meine Stellung. Den Job hier habe ich auch durch ihn. Trotz alledem war er gegen Ihre Verbindung mit Helen, und zwar recht intensiv. Ja. Wir hatten einen unheimlichen Krach deshalb. Das gab es sonst gar nicht bei uns. Eine Woche lang habe ich nichts von ihm gehört. Und dann hat er mir diesen Auftrag verschafft, eine Ladung von Gravesend. Und wann war das? Am Freitag. Und als Sie zurückkamen, war sie tot? Ja. Und Sie sind sofort wie ein Wahnsinniger zu Ihrem Bruder gefahren, weil Sie dachten, er wäre es gewesen. Naja, es war nämlich so, dass ich die Fahrt ganz umsonst gemacht hatte. Und dann habe ich die Zeitung gelesen. Und haben gedacht, er wollte Sie nur aus dem Weg haben. Vielleicht habe ich das wirklich gedacht, aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass ich mich geirrt hatte. Wie das? Ich kenne meinen Bruder gut genug, um zu wissen, ob er mich anlügt oder nicht. Außerdem konnte er es gar nicht gewesen sein. Warum nicht? Er hatte an dem Abend einen Autozusammenstoß. Tatsächlich. Warum fragen Sie? Hat er Ihnen das nicht gesagt? Nein. Aber es war wirklich so. Ich habe ja den Wagen gesehen. Er ist sogar deshalb bei der Polizei gewesen. Das werden Sie ja wohl nachprüfen können. Ja, und das werden wir auch. Und bei der Gelegenheit können Sie auch gleich David Dane fragen, wo er um die Zeit war. Was hat denn David Dane damit zu tun? Dieser saubere Herr hat Helen erpresst. Aber lieber Mr. Barker, ist das nicht etwas daneben geschossen? Mr. Dane ist ein erfolgreicher und außerordentlich gut verdienender Fernsehstar. Warum sollte der sich mit Erpressung oder Mord abgeben? Da fragen Sie mich zu viel. Fest steht jedenfalls, er hat ihr jeden Penny abgenommen, sogar das Geld, das ich ihr für Medizin gegeben habe. Was denn für Medizin? Das spielt keine Rolle mehr. Sie ist doch tot, nicht wahr? Also ist es doch völlig unwichtig. Ich soll Ihnen abkaufen, dass Dane das Mädchen, das Sie heiraten wollten, erpresst hat. Und Sie wissen nicht wieso und haben nichts dagegen unternommen. Ein bisschen sorglos, finden Sie nicht? Ich habe was unternommen dagegen. Helen und ich waren am Donnerstag bei ihm und ich habe ihm gedroht. Mit der Polizei? Mit der Pistole. Er war grün vor Angst. Den hätten Sie sehen müssen. Er hatte ein Tonband von ihr, damit hatte er sie wohl irgendwie in der Hand. Er musste mal eine Unterhaltung mitgeschnitten haben. Ich habe es ihm weggenommen. Was war denn drauf auf dem Band? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch gar nicht wissen. Ich wollte nur, dass sie es wiederbekommt. Was haben Sie mit der Pistole gemacht? Es war Helens. Und sie hat sie behalten. Was Sie mir hier alles erzählen, Barker? Sie haben versucht, Dane zu belasten, weil Sie und ich genau wissen, dass Ihr Bruder in diese Mordgeschichte verwickelt ist. Aber das wird Ihnen nichts nützen. Die Angelegenheit wird erst dann etwas für die Polizei, wenn ich es wünsche. Und ich wünsche es nicht, verstehen Sie? Wir sind dabei, einen Mord aufzuklären, der hier in diesem Hause geschehen ist. Inspektor, ich habe rundgerechnet 10 Millionen Zuschauer, die mir ein Alibi geben können. Glaube ich Ihnen gerne. Die werden Sie vor einer Mordanklage bewahren. Aber wie steht's mit der Erpressung? Und erpresst haben Sie Helen Gray doch wohl. Verehrtester Inspektor, in meiner Position? Warum sollte ich ein billiges Flittchen erpressen? Wollen Sie mir das vielleicht verraten? Warum haben Sie dann aber das Tonband von ihr aufgenommen? Ach, diese Schauergeschichte hat Barker Ihnen also aufgetischt. Er hat Sie gezwungen, es zurückzugeben. Wo ist es jetzt? Wenn jemals etwas derartiges existiert hätte, hätten Sie es doch in Ihrer Wohnung finden müssen, nicht wahr? Falls Sie nicht vor uns da waren. Das konnte ich doch gar nicht. Ich hatte doch an dem Abend meine Sendung. Wissen Sie das nicht mehr? Den Burschen werden wir mal im Auge behalten. Ich sag den Jungs Bescheid. Und Sie wissen nicht, wo er hin wollte? Nein, hat er mir nicht gesagt, nur dass er morgen wieder zurück ist. Mrs. Barker, Ihr Mann hatte einen Autounfall am Freitagabend und mir hat er gesagt, er hätte gearbeitet. Was hat er Ihnen denn erzählt? Einen Autounfall? Ja, Sie wissen also nichts davon? Er wollte zu einer Bekannten fahren. Zu wem?
Yvonne Laval. Kannte er die Dame gut? Das kann ich Ihnen wirklich nicht sagen. Sie hat ein Porträt bei ihm bestellt. Das wäre das dritte Alibi, das er uns servieren will. Abnehmen tue ich ihm nicht eins. Er hat gesagt, er würde zu Madame Laval fahren. Ich nehme an, Sie kennen David Dane. Ja. Durch Helen? Ja, ich glaube, ich hätte Ihnen das gleich gestern erzählen sollen. Ja, sicher. Hat Ihr Mann Sie davon abgehalten? Nein, ich. Und warum? Sie wollte gestern noch zu Ihnen kommen und Ihnen das von denen erzählen, aber ich hatte Angst, Sie würden dann alles aus ihr rauskriegen. Helen war rauschgiftsüchtig. Du liebe Zeit, warum haben Sie denn das nicht gleich gesagt? Weil ich sie geliebt habe. Warum sollte ihr Privatleben in allen Zeitungen breitgetreten werden? Und wie lange ging das schon bei ihr? Inspektor Helen sollte damals wirklich ein Baby kriegen. Sie fuhr dann nach London und hat was dagegen getan. Und von der Zeit an hat sie ständig was genommen. Sie konnte nicht aufhören damit. Wo hat sie es hergehabt? Das hat sie mir nie gesagt. Aber sie hat versucht, davon loszukommen. Sie hat mir versprochen, sie würde eine Entziehungskur machen. Ach, das sind die Medikamente, die Sie erwähnt haben. Und Dane hat ihr das Geld weggenommen. Bestimmt hat sie ihm erzählt, wo sie das Zeug herbekommt. Und damit hatte sie dann erpresst. Und dieses Gespräch war wahrscheinlich auf dem Band. Dane weiß nichts von einem Band. Aber es war doch da. Und ich hab's ihm an dem Abend weggenommen und es Helen gegeben. Dann hat sie es entweder vernichtet oder es ist gestohlen worden. Haben Sie das hier schon mal gesehen? Ja, das ist Hammonds. Ich meine, er hat ziemlich genauso einen. Hatte er vielleicht mal. Was soll das heißen? Ihr Mann hatte an dem Abend, an dem Helen umgebracht wurde, einen Autounfall, ungefähr eine halbe Meile von ihrer Wohnung entfernt. Und das hier, das lag im Vorgarten. Ich werde gegen Hammond Barker einen Haftbefehl ausstellen lassen. Mit welcher Begründung? Verdacht des Mordes an Helen Gray. Guten Tag, Madam. Guten Tag, Inspektor. Bitte kommen Sie rein. Danke. Darf ich bekannt machen, Mr. Walbrook, Chefinspektor Birkett. Angenehm, Sir. Freut mich. Sergeant Saunders. Tag, Sir. Freut mich. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie mit Mrs. Gray gern allein sprechen möchten. Sehr nett, Sir, ja. Ich glaube, das wäre besser. Wenn du mich brauchst, ich bin nebenan. Bitte, nehmen Sie doch Platz, Inspektor. Vielen Dank. Mrs. Gray, ich weiß, dass sie das alles sehr mitnehmen muss, aber wir haben Grund zu der Annahme, dass Ihre Tochter rauschgiftsüchtig war. Wissen Sie das? Ja, das weiß ich. Furchtbar, das Ganze. Ja. Ich habe gehört, dass sie während ihrer Schulzeit in anderen Umständen war und einen Eingriff vornehmen ließ. Ja, es muss wohl so gewesen sein. Genau habe ich es nie erfahren. Sie müssen doch über so etwas Bescheid wissen. Ich habe sie hierher nach London gebracht, Inspektor. Aber am Tag nach unserer Ankunft ist sie mir bereits weggelaufen. Dreimal habe ich sie wieder zurückgeholt. Jedes Mal vergebens. Sie war nicht zu halten. Eine 16-Jährige? Als sie 16 war, Inspektor, sah sie aus wie 22. Und sie war vollkommen hemmungslos und darüber hinaus krankhaft labil. Vielleicht habe ich versagt. Vielleicht hat ihr auch der Vater gefehlt, der ist im Krieg gefallen. Wissen Sie, wer verantwortlich war für Ihre Schwangerschaft? Es war der Mann, den ich heiraten wollte. Und, wissen Sie, wo er jetzt ist? Er hat sich das Leben genommen. Sie haben viel Geduld mit mir gehabt, Inspektor. Aber ich bitte Sie. Doch, doch, wirklich. Ich danke Ihnen. Auf Wiedersehen. Na, Gott sei Dank ist meine Tochter für sowas viel zu hässlich. Wenn Lindy mir sowas verpassen würde, na, ich weiß nicht. Wir müssen uns beeilen. Ich will noch zu Madame Laval. Hm. Ich bin Madames Haushälterin, Miss Klein. Um Gottes Willen, ist was passiert? Nicht, dass wir wüssten. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen? Gestern Abend. Madame ist heute Nacht nicht nach Hause gekommen. Sind Sie schon lange bei ihr? Seit über 20 Jahren. Ich war früher ihre Garobiere. So. Bleibt sie öfter über Nacht weg, ohne Ihnen vorher Bescheid zu sagen? Madame ist in ihrer Art nicht gerade sehr konventionell. Sie tut manchmal die eigenartigsten Dinge, aber das geht mich nichts an. Sie hat viel durchmachen müssen. Ja, ich weiß, das mit ihrer Stimme. Das wissen Sie? Von der Operation auch. Madame wird überrascht sein. Sie hat das Gefühl, dass man sie schon vergessen hat. Aber ganz im Gegenteil. Mir tut es jetzt noch leid, dass ich sie nie gehört habe. Dann, wenn Sie sie jetzt hören, kommen Sie bitte mit. Das hier ist Ihr Salon. Hier ist sie immer am liebsten. Darf ich Sie bitten? Ich vertrete mir draußen ein bisschen die Beine. Kommen Sie mal, tun Sie was für Ihre Bildung. Madame hat sich hier regelrecht vergraben. Sie lebt nur noch in der Vergangenheit.
Wissen Sie, manchmal versucht sie dann wieder zu singen. Und das ist furchtbar, das kann sich keiner vorstellen. Es ist nichts mehr da. Gar nichts. Ich hasse dieses Zimmer. Am liebsten würde ich ja alles rauswerfen. Mein Gott, ich rede schon so, als ob sie tot wäre. Seien Sie beruhigt, Miss Klein. Wir haben keinen Grund zu befürchten, dass ihr irgendwas zugestoßen ist. Miss Klein, ist Madame Laval süchtig? Ich muss das wissen. Als sie merkte, dass die Kehlkopfoperation misslungen war, fing sie an zu trinken. Und dann versuchte sie es mit Rauschgift. Sie hatte einfach jeden Halt verloren. Miss Klein, ich muss die Wohnung durchsuchen, aber es würde etwas dauern, einen Haussuchungsbefehl zu bekommen. Wollen wir Zeit verlieren? Nein, tun Sie, was Sie für richtig befinden. Ich bin überzeugt, Sie wollen ihr helfen. Ich danke Ihnen. Also Saunders, bitte. Sie erlauben. Kann ich Ihnen vielleicht etwas Tee machen? Möchten Sie eine Tasse Tee haben? Ja, das wäre sehr nett von Ihnen, danke. Die treibt ja einen mächtigen Kult mit sich. Was ich für eine Nase habe. Was machen Sie eigentlich in Ihrer Freizeit? Freizeit? Was für Freizeit? Jetzt scheinen wir ja doch ein bisschen weiterzukommen. Die Laval hat Montag, den 21. eine Verabredung mit Tom Thiel. Das ist morgen. Das sind die zwei T vom Zettel. Und das müsste um 6 Uhr sein. Ist doch völlig klar. 2-1, das ist der 21. Und 1-8, das heißt 18 Uhr. Helles Köpfchen. Sie werden noch mal besser als ich. Rauschgift. Kokain. Madame Laval ist ja recht vielseitig. Ein Jammer um die Frau. Wenn das nur ihr persönlicher Bedarf wäre, wäre es ja was anderes. Aber für dieses kleine Warenlager wird sie einige Fragen zu beantworten haben. Ja, das befürchte ich auch. Und Hammond Barker ebenfalls. Der Zettel in seinem Kugelschreiber war kein Zufall. Verbinden Sie mich bitte mal mit dem Chef. Ich weiß nicht, dieser Apparat hier ist sicher Mozarts Privatnummer. Ich telefoniere lieber von draußen. Das ist aber wirklich ganz reizend von Ihnen. Darf ich Ihnen hier mal Platz machen? Danke. Möchten Sie lieber Zitrone oder Milch? Milch für mich, bitte. Wissen Sie, wer das hier ist? Ja, sicher. Das ist William Lamotte. Die große Liebe von Madame Laval. Danke. Und wie steht's jetzt mit ihm? Als sie noch ein Star war, hat er sie angebetet. Ist ja durch die halbe Welt nachgereist. Und als sie am Ende war... Sehen Sie sich noch ab und zu? Ja, manchmal. Und dann ist Madame jedes Mal wie ein junges Mädchen. Hat Madame viele Freunde? Bekommt sie oft Besuch? Nein, nicht sehr viel. Jetzt nicht mehr. Das arme Mädchen, das ermordet worden ist, kam öfter her. Helen Gray? Ja, sie war auch vorgestern Abend hier. Am selben Abend wurde sie ermordet. Und da haben Sie die Polizei nicht angerufen? Aber sie war Madames Besuch. Da hätte Madame doch wohl anrufen müssen. War sie öfter hier? Sie kam jeden Mittwoch her. Und warum diesmal am Freitag? Weiß nicht. Sie kam kurz nach 8. Ich hörte sie telefonieren. Sie verabredete sich noch mit jemandem für später. Hören Sie, Miss Klein, das ist jetzt sehr wichtig für mich. Haben Sie eine Ahnung, mit wem sie gesprochen hat? Ich weiß nicht. Sie sagte sowas wie Phil oder Philipp oder so ein ähnlicher Name. Phil? Wann ist sie weggegangen? So um 9 ungefähr. Vielen Dank, Miss Klein. Sie haben uns sehr geholfen. Mr. Barker, Sir. Ach so, ja. War Hammond Barker irgendwann an diesem Abend hier? Nein, außer Miss Gray niemand. Dann habe ich jetzt nur noch eine Frage, Miss Klein. Kennen Sie einen gewissen Tom Thiel? Nein. Nein, der Name ist mir noch niemals begegnet. Also nochmals vielen Dank. Tun Sie mir den Gefallen und rufen Sie mich sofort an, wenn Madame Laval zurückkommt. Oder wenn Sie irgendetwas von ihr hören. Inspektor, bitte darf ich Sie fragen, wie Ihnen Ihre Stimme gefallen hat? Dann war also einer von euren Leuten dabei, als es passierte. Nein, für mich nichts. Ich will jetzt nichts. Du musst doch was essen. Warum hat er nichts getan? Warum hat er das nicht verhindert? Das ist doch kaum zu fassen. Alle haben diesen Mann geliebt. Er war ein großartiger Schauspieler und ein fabelhafter Mensch. Na, so fabelhaft nur auch wieder nicht. Ach so? Woher willst denn du das wissen? Hör mal, wir lassen dieses Thema vielleicht lieber, Bist du wenigstens morgen zu meiner Party zu Hause? Wenn du weiter keine Sorgen hast, guck dir das hier an. Woher soll ich wissen, wo ich morgen Abend bin?
Ich habe zwei Morde. Zwei weitere Leute haben sich in Luft aufgelöst und du hast nur deinen Geburtstag im Kopf. Hier steht doch groß drin, dass sich euer oberster Chef höchstpersönlich diese Angelegenheit annehmen wird. So, na dann werde ich mal sehen, wie ihr vorankommt. Hätte ich wohl nicht sagen sollen. Ist gut, ich bleib dran. Oh, guten Morgen. Ja, ja. Also? Ja. Was von Dane oder Gray dabei? Nein, Sir. Dann weg damit. Wie bitte? Damit kann sich Inspektor Watson amüsieren. Ja. Na gut, ich sag's ihm. Worum geht's? Also erstmal ist die Beerdigung von Helen Gray morgen Vormittag und dann ist da immer noch der Bubi, den wir gestern geschnappt haben. Der bleibt auch noch ein bisschen. Erst müssen wir den Matrosen haben. Behalten Sie ihn vorläufig noch in Haft. Danke. Ich habe hier die Zeichnung von Helens Freund. Von diesem Mr. P. Brown. Diese rekonstruierten Porträts, so sieht doch kein Mensch aus. Aber irgendwie kommt er mir bekannt vor. Könnte der stellvertretende Polizeipräsident sein. Das wäre genau das, was uns noch gefehlt hat. Der ist doch jetzt schon vollkommen aus dem Häuschen wegen der Dane-Geschichte. Meine Mrs. auch. Die hätten Sie mal heute sehen sollen. Die hat bloß die Überschrift gelesen und ist gleich wieder ab ins Bett. Meine Privatnummer, bitte. Ach, das ist wirklich ein Affentheater. Jedes Mädchen und jede Frau heult sich die Augen aus um den schönen David Dane. Ja. Hallo, Lindy. Hier ist nochmal der Wüterich von vorhin. Aber das war doch meine Schuld. Ich war scheußlich. Und Mutti hat mir erzählt, dass dich jemand niedergeschlagen hat. Das ist ja entsetzlich. Ach, ist schon besser. Ist schon vergessen. Ich bin natürlich morgen Abend da, wenn ich es irgendwie machen kann. Ich drück die Daumen. Vielleicht nützt das was. Wiedersehen, Lindy. Guten Morgen, Inspektor. Guten Morgen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke, Mr. Lamotte. Tut mir leid, dass ich Ihre Zeit in Anspruch nehmen muss, aber ich hoffe nicht für lange. Wir haben ja schon mit Ihrem Butler gesprochen. Mit meinem Butler? Harrison. Ach so, mit Harrison. Er hat bestätigt, dass vor einem Jahr bei Ihnen eingebrochen und unter anderem auch eine Pistole gestohlen wurde. Ist sie das hier? Diese Dinger sehen für mich alle gleich aus, aber da Sie sicher die Nummer geprüft haben, wird's wohl meine sein. Sie wollen sie mir zurückgeben, ja? Nein, eigentlich nicht. Diese Waffe spielt nämlich im Mordfall Helen Gray die entscheidende Rolle. Sie haben sicher darüber gelesen. Das Mädchen, das vor ein paar Tagen erschossen wurde? Kannten Sie sie? Natürlich nicht. Ich wusste überhaupt gar nichts von ihrer Existenz. Bis ich dann neulich ihren Namen in der Zeitung gelesen habe. Bin ich recht unterrichtet, dass Sie mit Madame Laval bekannt sind? Inspektor, Sie sind doch wohl hergekommen, damit ich meine Pistole identifiziere. Ich vermag nicht so recht einzusehen, was das mit meiner Bekanntschaft mit Madame Laval zu tun hat. Auf jeden Fall ist diese Beziehung bereits seit vielen Jahren zu Ende. Sie haben sie also nicht kürzlich noch gesehen? Möglich, dass wir uns durch Zufall getroffen haben. Aber ich wüsste im Augenblick nicht. In Blakeneys Club vielleicht? Das möchte ich bezweifeln. Ich bin nicht gerade, was man einen Spieler nennt. Aber Sie sind doch Mitglied, nicht? Ich bin Mitglied in verschiedenen Clubs, Inspektor. Mhm. Na? Haut alles richtig hin. Diese Daten hier tauchen alle irgendwo in Madame Lavals Notizbuch auf. Peroslavia? Die läuft heute Nachmittag ein. Also dafür gebe ich einen aus. Jetzt ist aber schon zu. Na gut, dann heute Abend. Und das ist der junge Jordan da drüben. Was den anbetrifft, liegen Sie wohl daneben. Sein Bruder ist nicht dabei. Und auch sonst keiner. Wenn der was vorhat, dann hat er aber Nerven, hier vor meiner Haustür zu parken. Der kommt an und für sich jeden Tag um die Zeit, übernimmt von Joe Proviant und ruft von da aus Blackneys an. Der steuert jetzt auf die Werft dazu. Passen Sie mal auf. Ich zeige Ihnen, von wo aus Sie ihn im Auge behalten können. Inzwischen gehe ich zu Joe rüber. Ja. Vielleicht weiß der was Neues. Gut. Warum hat der sich bloß so für die Ruder interessiert? Ist doch möglich, dass da irgendwas drin transportiert wird. Ach, wenn die hohl wären, würden die brechen. Bei dem Schlag? Vielleicht sind sie verstärkt, mit Stahl. Das kann natürlich sein. Sie schnappen mir die besten Einfälle weg. Aber so simpel kann es doch nun auch wieder nicht sein. Hohle Ruder voll Rauschgift? Na, ich weiß nicht. Wer würde schon ein Ruder auseinandernehmen? Na, die vom Zoll. Aha. Falls Sie recht haben, brechen die in Zukunft jedes Ruder in Stücke. Und machen sich damit noch beliebter, als sie sowieso schon sind. Den hätten wir also versorgt. Wollen Sie hinter Jordan her? Müssen wir, ja. Dann habe ich den richtigen Untersatz. Da liegt sie. Was ist denn das? Wieso, nicht gut? Wir können doch nicht den Polizeiboot hinterhersetzen, nicht wahr? Und für den Fall habe ich Vorsorge getroffen. Das Ding fährt doch nicht wirklich, oder? Das Ding? Die wollen doch nicht auf eine Weltreise mit dir. Das ist unser Kommodore, Captain Matthews. Chefinspektor Burkett und Sergeant Saunders. Morgen. Ahoi. Ich glaube, das hier werden Sie bestimmt brauchen. Mit einer Schwimmweste wäre mir wohler. Kann ich mal Ihr Glas haben, bitte?
Da fährt er ab. Der geht uns noch durch die Lappen. Los, hinterher! Jetzt müssen Sie sich erstmal bei ihm entschuldigen. Das tut man nicht alles. Entschuldigen Sie. Ich dulde ihn aber nicht hier bei mir auf der Brücke. Auf der was? Seine Kommandobrücke. Dann müssen Sie nach Achtern. Hilft nichts. Mr. Barker, ist gleich soweit. Kommen Sie, trinken Sie einen Schluck mit mir. Besorgen Sie einen Streifenwagen, der übernimmt Jordan. Wir werden uns nach Brüderchen Hammond umsehen. Falls der Korvettenkapitän damit einverstanden ist. Er ist aber sehr unvorsichtig mit den kostbaren Rudern. Lässt sie einfach... Da! Das muss der sein, der Dane umgelegt hat. Sagen Sie dem Chef Bescheid, Saunders. Ja, Sir. Das Boot wird an Ponton 9 festgemacht. Sehen Sie mal da. Tom Thiel. Montag, 21. 18 Uhr. So stand es im Notizbuch von der Laval. Dann sind wir ja richtig. Aber viel Zeit ist nicht mehr. Jim, funken Sie mal eine Zentrale. Die Streifenwagen sollen anmarschieren. Einen drüben an der Kneipe und einen hier an der Kirche. Sie sollen jeden reinlassen, aber keinen wieder raus, solange bis wir drin sind. Los. Sind unterwegs. Gut. Jetzt haben wir schon zwei Mörder hier, den Tätowierten und Hammond Barker. Plus Hörter, auf dass das Kleeblatt komplett ist. Ich wusste doch gleich, dass der nicht echt war. Kommen Sie. Den Burschen werde ich übernehmen und dann sollen unsere Leute kommen. Guten Abend, meine Herren. Das Boot ist umstellt. Also machen Sie keine Umstände. Sieht aus, als hätten wir keine andere Wahl. Was ist mit Harrison? Harrison? Er war als Wache an Deck. Ach, das war also Harrison, Ihr sogenannter Butler. Wenn der zu sich kommt, hat er eine Mordanklage am Hals, in die Sie auch verwickelt sind, Sir. Geben Sie es auf, Hörter. Sie haben bloß noch einen Schuss und der geht auch daneben. Na, damit hätten wir es ja wohl geschafft. Der Chef hat gerade drüben unseren gemeinsamen Freund Hammond Barker in der Zange und in ein paar Minuten haben wir das Geständnis. Geständnis? Hat er nicht gestanden? Jedenfalls nicht den Mord. Wieso nicht? Hammond Barker hat Helen Gray nicht umgebracht. Er muss es gewesen sein. Wir haben Beweise, zum Beispiel seinen Kugelschreiber im Garten. Ja, ja, ich weiß, er ist ja auch da gewesen an dem Abend. Er wollte das Tonband von ihr, das war der Grund. Er hat sie nicht umgebracht. Nach seiner Aussage war sie bereits tot, als er hinkam. Erscheint Ihnen das glaubhaft? Absolut. Damit wären wir da, wo wir angefangen haben. Ja, leider. Trotzdem, Sie haben erstklassige Arbeit geleistet. Bin sehr zufrieden. Ich habe mir gerade überlegt, viel sind ja nicht mehr übrig. Aber wir haben ja noch Mr. P. Brown. Und außerdem die Porträtzeichnung. Und wir wissen, dass sie an dem Abend, an dem sie ermordet wurde, mit Phil oder Philip telefoniert hat. Jetzt ist alles überstanden, Phil. Phil? Sie haben mir neulich Ihren Namen als Mrs. Edith Gray angegeben. Werden Sie auch manchmal Phil genannt? Ja, Inspektor. Sie haben also Ihre Tochter an dem Tag, an dem sie umgebracht wurde, gesehen? Ja. Peter, sie hat mich angerufen, weil sie wollte, dass ich zu ihr komme. Sie hat mir alles erzählen müssen, was zwischen ihr und dir im Clarence Hotel geschehen ist. Furchtbar, wie sie sich mit diesem Abenteuer gebrüstet hat. Sie verbreitete sich in Einzelheiten darüber. Sie konnte einfach nicht aufhören damit. Sogar als ich auf sie geschossen habe, hat sie noch gelacht.
Hör mal zu, nicht gefesselt zu sein.